Hallo, wir sind Siegfried und Roy. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus dem Darkroom hier. Der Thomas hat es Darkroom genannt. Ja, wir nehmen heute so ein paar News für euch auf. Die erste News, die erste Neuigkeit haben wir schon aufgenommen und jetzt gibt es eine Neuigkeit, die ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, und zwar ein Bike für alles. Kamen ja nicht mehr so viele Videos und ja, das Projekt ist sozusagen so ein bisschen gescheitert, aber warum genau, erzählt der Thomas euch. Ja, das ist euch zu verdanken, dass das Projekt gescheitert ist. Nein, Spaß beiseite. Ein bisschen schon, weil mich hat ein YouTube-User halt darauf aufmerksam gemacht, dass das Kinevo SL tatsächlich keine Bikepark-Freigabe hätte. Das hat mich ein bisschen gewundert, also bin ich zu meinem Specialized-Dealer, und weil das ist ja auf Basis des Enduro und wir wissen alle, Leo Karst fährt mit dem Enduro ja auch alles. Ja, habe mich dann schlau gemacht. Es ist tatsächlich so, dass das Kinevo SL und auch das Enduro nur eine Vierer-Freigabe besitzen, also nicht für Bikepark freigegeben sind. Jetzt spielt es keine Rolle, dass ich davon ausgehe, dass das Fahrrad das alles aushält, weil ich auch noch hochwertigere Komponenten dran gebaut habe, als die Serienkomponenten. Es geht darum, dass ich das Rad ja beruflich nutze. Und wenn dann halt was passiert, die Berufsgenossenschaft und halt auch die Krankenkasse sagen, hey, halt, das Auto hat, Fahrrad hatte gar keine Freigabe, wie kannst du denn damit Kurse geben? Ich habe, falls der Leo das sieht, ich habe den Leo privat angeschrieben, ihn zu bitten, seine Specialized-Kontakte zu nutzen, weil ich leider im Service keinen erreicht habe. Warum denn das Rad keine 5er Freigabe hat? Weil alle anderen Premium-Hersteller wie Santa Cruz, Norco etc. tun Fahrräder über 170 mm alle mit einer 5er Freigabe. Ich habe das dann bei Specialized recherchiert. Es gibt bei Specialized nur zwei Fahrräder mit einer 5er Freigabe. Das ist das DH, das Demo und das Dirtbike. Sonst nichts. Also selbst das Kinevo, Turbo Kinevo, was mit einer Doppelbrücke verkauft wird, hat keine Bikepark-Freigabe. Deswegen tue ich mich schwer, mich vor eine Kamera zu stellen und zu sagen, hey, das Rad könnt ihr für alles nehmen, wenn der Hersteller es offiziell nicht dafür freigibt. Ob das Rad das wirklich aushält, und klar, wenn man aktiv fährt, ist das Rad nicht so belastet wie bei jemandem, der einfach ganz plump landet, ist mir alles bewusst. Und auch die Definitionssache, was ist extrem und so, wenn man jetzt sich diese Freigaben, alles keine Frage, aber die Rechtssicherheit ist einfach nicht gegeben. Und von daher gesehen, gibt es eine Neuigkeit, und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel, der Daniel und ich, wir werden quasi unter den richtigen Antworten dann auch ein paar Gimmicks einfach so euch schicken, verlosen. Ihr ratet jetzt, was ich denn, weil ich ja jetzt ein Fahrrad für den Park brauche, mir für ein Parkbike hole. Und zwar werde ich mir ein Parkbike holen, was ich noch nie hatte. Das heißt, wir schließen mal kurz aus die Downhill-Bikes, die ich schon hatte, dann wird es für euch leichter, das zu raten. Ich hatte schon als Downhill-Bikes ein Norco, ein NS-Bike Fuse, dann hatte ich ein Morwood, dann hatte ich ein Specialized Big Hit, dann hatte ich ein Kona Operator, was hatte ich denn noch? Ein GT. Ein GT, genau, GT hatte ich noch. Propane. Propane natürlich, klar, Propane bin ich ja auch lange gefahren, sehr gut, Daniel. Ja, ich bin aufmerksam gewesen. Genau, und Propane, was hatten wir noch? Ein Scott hatten wir auch schon. Ein Bergamont hatte ich auch schon. Jetzt wird es langsam schon, sind ja gar nicht so viele, ne? Also, nur neun Daumen. Genau. Ja, klar, ein Alutec. Sind wir bei 10. Ein Alutec bin ich auch lang gefahren. Also, all diese Fahrräder werden es auf alle Fälle nicht. Es wird ein neues Fahrrad. Bleiben nicht so viele Marken übrig, eigentlich, ne? Würde mich mal interessieren, wenn ihr in die Kommentare, wenn ihr da einfach ratet, was ich mir denn jetzt für ein Rad hole. Und alle, die richtig raten, kriegen eine kleine Aufmerksamkeit von Daniel zugeschickt für dieses Mitraten. Ja, also insofern gesehen, nächstes Jahr auf alle Fälle als Neuerung, dass ich auch wieder auf dem Big Bike unterwegs bin. Ich finde persönlich das richtig gut, weil ich fand das Specialized zwar cool, aber ich fand, also ich habe dich halt, sehe dich halt echt mehr auf so einem Big Bike.
Ich muss allerdings auch sagen, das hört sich ja doof an, weil mein Specialized ist, da ich es auf die Arbeit, über die Arbeit bezogen habe, natürlich ein Leasingrad. Rein theoretisch könnte mir egal sein, wenn es kaputt geht. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, dass ich dadurch, dass ich wusste, dass ich auf einem 10.000-Euro-Rad sitze und dass das ein E-Bike ist, war ich tatsächlich ein bisschen gehemmt mit dem Rad, da wirklich letzte Kette mitzufahren. Und ich sage euch eins, mit dem Big Bike, was ich jetzt kriege, da wird wieder letzte Kette mitgefahren, weil das ist einfach, und du hast wieder ein bisschen mehr Reserve. Und ja, ich bin mal ehrlich, ich bin ja gelernter Kfz-Mechaniker. Da, ob das für die Elektro und die Steckverbindung und die Bauteile wirklich so gut ist, mit einem E-Bike im Bikepark zu sein, mal abgesehen davon, kein Mensch braucht ein E-Bike im Bikepark. Wobei, ihr habt in Willingen halt gesehen, wenn jetzt auch noch von Tom das Video, weiß ich nicht, ob da auch noch was kommt aus Willingen. Ich bin natürlich sehr gut klargekommen mit dem Kinevo, weil es ist einfach ein super Fahrrad. Aber es ist halt einfach kein Big Bike und ihr kennt mich, ich habe immer gesagt, wenn man denn die Möglichkeit hat, mehrere Bikes zu haben, dann müsste bei mir immer ein Big Bike stehen, weil das ist für mich meine Art, Fahrrad zu fahren. Kommt halt einfach nichts ran, ne? Nee. Und das braucht man nicht, aber wenn man es hat, ist halt einfach irre geil. Ja, also Leute, schreibt in die Kommentare, ratet mit, was für ein Downhill-Bike könnte es sein? Es sind ja nicht mehr so viele übrig geblieben. Um so kurz zusammenzufassen, was wir alles zu verlosen haben. Wir haben T-Shirts, Reifen, eine Stirn- bzw. Lenkerlampe zum Fahrradfahren, ein Mudguard, ne, zwei Mudguards sogar, einen normalen kleinen, dann einen großen von Unleashed, diesen fetten, jetzt, ja, ne? Ja, ja, ML2. Genau. Was haben wir noch? Ein Sattel. Eine Loa-Narbe, 110 mal 15 mm. Sticker, jede Menge. Decals. Ja. Also schon so ein paar Sachen. Das können auf jeden Fall ein paar Leute gewinnen. Und ja, das sind fast 10 Gewinne oder so haben wir. Und für alle, die das richtig erraten, die kriegen das von mir zugeschickt. Also in die Kommentare schnell reinschreiben. Und ja, dann werde ich die Gewinner verkünden. Und ja, ich denke, die Auslosung ist dann final im, sagen wir, Januar, oder? Neues Jahr? Januar, genau. Dann wird es ja auch, dann passend zu der Auslosung, wird es dann natürlich auch eine Auflösung geben, wo ich dann hoffentlich mit Daniel irgendwo das Fahrrad kurz ein bisschen das Fahrwerk mal einfahre oder so. Ein bisschen also, einfahren. Ich hoffe dann auch, dass Daniel für mich auf Neudeutsch so ein Bike-Porn dann dreht mit dem Fahrrad, weil ich finde, es ist ein hübsches Fahrrad. Ja. Und ihr kriegt natürlich auch noch einen Tipp. Es hat eine Doppelbrücke und 200 mm Federweg. Damit schränkt es das Feld noch mal einigermaßen ein. Das ist nicht schlecht. Und ja. Das ist schon ein super Tipp. Und hat einen Coildämpfer, ne? Also das ist auch schon ein super 29 Tipp. 29 Zoll oder 27,5? Es ist tatsächlich ein 29 Zoll geworden. Okay. Ja. Okay. Mit Lenker? Mit Lenker. Mit Lenker. Oh. Und noch auch mit Schaltung. Oh, mit Schaltung. Ja, mit sieben Gängen. Noch nicht auf Single Speed umgebaut, genau. Okay, also Leute, jetzt habt ihr echt viele Tipps. Ich glaube, das sollte jetzt nicht mehr schief gehen. Lasst gerne ein Abo da. Ich bin gespannt, was ihr da so für Tipps habt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.